Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis und möchte heute über das echt super spannende Thema Astaxanthin erzählen. Eigentlich hätte ich dieses Video schon längst machen sollen, weil es geht ja hier auf diesem Kanal auch häufig um die Oxidation und Entzündung im Körper, die mitverursacht die viele Erkrankungen. Also ein Mitverursacher von vielen Erkrankungen ist. Und da kann das Astaxanthin natürlich ganz arg toll helfen. Und das erkläre ich heute mal, warum, wie die Wirkungsweise des Astaxanthins ist und dann auch die Dosierung, die Empfehlungen oder was man da machen kann. Natürlich muss jeder, der hier zuschaut, immer seinen Arzt oder Heilpraktiker fragen und konsultieren, bevor hier etwas gemacht wird, selbstständig. Und ich übernehme für die Inhalte hier keine Verantwortung. Ich möchte allerdings sagen, dass es hier wirklich Aufklärungsvideos sind, in denen ich Sachverhalte darstelle, wie sie in der Literatur zu finden sind und auch in Studien. Also, Astaxanthin. Erstmal, was ist denn das Astaxanthin? Ganz einfach, eines der wirklich allerstärksten Antioxidantien, die wir bislang kennen. Man nennt das Astaxanthin auch die Königin der Carotinoide. Astaxanthin ist rötlich, hat eine rötliche Farbe und kommt zum Beispiel im Plankton vor. Ja, das, was auch dann zum Beispiel, und Algen, was zum Beispiel auch die Lachse essen. Und ein Lachs hat ja normalerweise eine rötliche Farbe, wenn er natürlich lebt. Und die entsteht durch das Astaxanthin, die rötliche Farbe. Wenn er nicht gefärbt ist, gell, wie wahrscheinlich auch einige Lachse dann aus der Fischzucht sind dann wahrscheinlich gefärbt, aber anderes Thema. Gut, die Algen, Haematococcus pluvialis zum Beispiel, wäre eine der Algen, die man hier nimmt. In der Herstellung des Astaxanthins ist auch, wie gesagt, im Plankton enthalten. Auch in anderen Dingen, die es auf der Welt gibt, ist Astaxanthin enthalten, unter anderem auch in Bakterien, im Krill und auch in bestimmten Hefearten, wie die Fafia-Hefe, nur mal so nebenbei noch gesagt. Also es gibt auch noch andere Quellen, aber normalerweise werden diese Mikroalgen genommen, Haematococcus pluvialis, so wie ist es mir jedenfalls bekannt und steht auch in der Literatur so beschrieben. Und diese Algen zum Beispiel, die produzieren, wenn sie im Stress sind, also wenn sie zu wenig Wasser haben, zu viel, zu heiße Sonne zum Beispiel oder zu wenig Nährstoffe, eben dieses Astaxanthin, um sich selbst zu schützen und können somit auch Jahrzehnte ohne Wasser und Nahrung auskommen. Und dann, wenn dann wieder Wasser kommt, dann wachsen die weiter. Das ist also ganz toll, so funktioniert die Natur. Und das kann uns natürlich auch helfen. So, jetzt eine kurze Geschichte, finde ich immer die besten Sachen hier. Wie bin ich denn zum Astaxanthin gekommen? Das kenne ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange. Also vor einigen Jahren, ich glaube es war vor 8 Jahren oder so, war ich mal auf einem medizinischen Ärztekongress und hat ein Augenarzt gesprochen über das Astaxanthin und er hat eine Geschichte aus seiner Praxis erzählt. Da gab es irgendwann mal so eine Teilsonnenfinsternis oder Sonnenfinsternis und er hatte Notdienst, hat er erzählt, und hat sich dann schon überlegt, was mache ich denn, wenn jetzt die ganzen Leute kommen, die mal wieder ohne Sonnenschutz in die Sonnenfinsternis hier reingeschaut haben und mit Netzhautschäden zu mir in die Praxis kommen, was ja auf jeden Fall passieren wird oder in die Notaufnahme. Und es ist dann auch passiert und die Leute sind gekommen und er hat das dann untersucht, die Netzhaut, und hat auch Netzhautschäden festgestellt und hat dann diesen Patienten Astaxanthin empfohlen und hat sie dann wieder einbestellt, 1 oder 2 Wochen später, und hat dann
deutlichste Verbesserung bis zur absoluten Heilung feststellen können durch das Astaxanthin. Also da darf ich schon mal sagen, für die Augengesundheit per se wäre Astaxanthin eine Möglichkeit, präventiv, aber auch bei Augenerkrankungen per se. Natürlich bitte immer vorher den Augenarzt fragen. Und so oxidative und proentzündliche Schäden im Auge, also Prooxidationen und chronische Entzündungen, können eben auch Ursache für einige Augenerkrankungen sein. Und Astaxanthin wirkt ja antioxidativ. Ja? Und es ist auch so, dass das Astaxanthin ganz gut die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, aber auch die ins Auge besser reinkommt als andere Antioxidantien. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Coenzym Q10 in sehr hohen Dosierungen im Blut vorhanden sein muss, um überhaupt das Auge quasi innen drin zu erreichen, Makula, Netzhaut etc. Und das Astaxanthin, das kann das wohl laut Studien sehr gut. Und deswegen ist es auch immer eine Idee bei Augenerkrankungen oder zur Prävention mal an Astaxanthin zu denken und den Augenarzt zu fragen. Also auch die Scharfstellung der Linse, da kann Astaxanthin helfen, für die Durchblutung des Auges. Und ich muss mal gucken, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Ja, das war es eigentlich, also mit dem Auge, dass das also da sehr gut dann ankommen kann. Auch, wie gesagt, die Blut-Hirn-Schranke, und es ist auch wichtig zu wissen, dass die Netzhaut zum Beispiel, aber auch das Gehirn ja doch zum Teil aus fettigen Substanzen, aus lipophilen Substanzen besteht. Und da haben wir auch schon den Knackpunkt mit dem Astaxanthin. Das ist nämlich auch eine zum Teil fettlösliche Substanz. Und was macht denn das Astaxanthin? Das baut sich unter anderem, das ist ganz wichtig hier, ich habe mir mal eine Zellmembran aufgezeichnet. Ich gehe da mit der Kamera hin, dass man das sieht. Das ist nämlich so das, was mich damals fasziniert hat, was ich dann schon in vielen, vielen Vorträgen immer wieder gehört habe. Hier, was man genauer sieht, das ist eine Zellmembran und die ist so dreischichtig. Das hat eine hydrophile, eine lipophile, eine hydrophile Schicht, sagt man hier. Das sind Fettschichten. Und dafür brauchen wir unter anderem Omega-3-Fettsäuren, ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, aber wir brauchen auch Phospholipide hier dazu für die Membran. Deswegen ist es schon mal wichtig, dass man das einnimmt. Aber dass diese Fette jetzt nicht in eine starke Oxidation kommen, falls entzündliche Prozesse hier vorhanden sind im Körper, diese Silent Inflammations, von denen ich immer spreche, diese chronischen Entzündungen. Und eine Entzündung ist immer gleich eine Oxidation, gell? Und dann verliert auch die Zellmembran hier freie Elektronen, und dann müssen wieder freie Elektronen rein und so weiter. Also sprich, diese Zellmembran gilt es zu schützen. Und Astaxanthin setzt sich oben, das wäre dann außen, und das wäre die Zelle innen und unten drauf, aber auch in die Zellmembran hinein. Ja? Die setzt sich, Astaxanthin baut sich in die Zellmembran hinein mit der Zeit. Das braucht natürlich eine Weile. Und bietet hier einen Zellschutz oder kann hier einen Zellschutz bieten. Das ist ganz wichtig mit der Zellmembran. Das kann nämlich das Astaxanthin. So. Okay, ganz wichtig: Zellmembran-Einbau, Astaxanthin. Dann ist es auch so, dass in der Literatur jedenfalls beschrieben ist, dass Astaxanthin 6000 Mal stärker antioxidativ wirken soll als Vitamin C, 800 Mal stärker als Coenzym Q10, 600 Mal stärker als Vitamin E, 80 Mal stärker als die Alpha-Liponsäure, 40 Mal stärker als das Beta-Carotin und 17 Mal stärker als OPC-Traubenkernextrakt. Aber Vorsicht, um das richtig zu verstehen, wir sprechen hier nur von der antioxidativen Wirkung. Wir sprechen hier natürlich nicht von den vielen anderen positiven Eigenschaften, was zum Beispiel das Vitamin C hat oder zum Beispiel das Vitamin E oder die Alpha-Liponsäure. Das darf man hier natürlich nicht vergleichen. Wir sprechen hier nur von der antioxidativen Eigenschaft. Okay?
Astaxanthin kann übrigens auch helfen, das wissen viele nicht, Wasserstoff zu neutralisieren, das ist ja dieser Abbauprozess von dem Superoxid, von dem starken freien Radikal, das freie Sauerstoffradikal, was da dann entsteht, wenn wir Energie bilden. Und es wird da über Wasserstoff, dann Wasserstoffperoxid, Superoxid dann abgebaut. Und da kann Astaxanthin auch noch helfen. Und Wasserstoff hat oft was damit zu tun, auch mit einer Übersäuerung. Also wir können auch der Übersäuerung hier entgegentreten. Gut. Nochmals. Antioxidative Wirkung, das ist hier das Hauptthema und ich habe schon einige Videos hier reingestellt auf diesem Kanal über zum Beispiel Entzündung und Oxidation. Das kannst du suchen auf diesem Kanal, da habe ich das ganz genau erklärt und ich habe in sehr vielen Videos immer wieder diese oxidativen Prozesse durch die freien Radikale erklärt, warum die entstehen, in welchem Zusammenhang. Das hat da sehr viele Ursachen und das ist also ganz wichtig, das zu verstehen und dadurch können auch chronische entzündliche Prozesse im Körper entstehen und die schwächen dann das Immunsystem, die TH1-Schiene, das antivirale und Antikrebsimmunsystem oder können das schwächen und dann haben wir den Salat. Das wären die freien Radikale, so nochmal ein kleiner Ausflug in die freie Radikale. So, das Wirkungsspektrum von Astaxanthin, das sind alles Studien einfach mal, habe ich hier ein paar Dinge aufgeschrieben, es gibt deutlich mehr noch, alles mit Studien belegt. Ich habe trotzdem immer kann davor geschrieben, helfen, in der Literatur steht es kann nicht dabei, aber ich drücke mich jetzt heute mal so aus formal juristischen Gründen. Also Astaxanthin kann sportliche Leistung erheblich stärken. Da gibt es wunderbare Studien. Man sagt bis zu 50-60%. Ja, gut. Und wenn man das natürlich noch kombiniert mit Q10 und so weiter, ist das natürlich, oder und den richtigen Proteinen etc., ist natürlich phänomenal. Astaxanthin kann die Netzhautfunktion verbessern im Auge. Ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch viele Menschen, die hier Probleme mit haben. Astaxanthin kann die Augen vor UV-Licht per se schützen. Die Hornhaut ist ja eines unserer ganz, ganz wenigen Substanzen, würde ich mal sagen, im Körper, die keine Mitochondrien besitzt, wie auch die Erythrozyten, weil sonst eine zu starke Oxidation entstehen würde. Also kann auch die Augen vor UV-Licht schützen, kann die Haut vor UV-Licht schützen. Ich habe schon von Patienten gehört, ich brauche deutlich weniger Sonnencreme oder gar keine und kann länger in die Sonne gehen. Ja. Bitte, ich nehme das dann immer Astaxanthin mit Q10 zusammen. Das ist mein natürlicher Sonnenschutz. Da brauche ich persönlich dann wirklich keine Sonnencreme und muss natürlich ein bisschen aufpassen, aber das funktioniert wunderbar. Astaxanthin kann auch die Augen schützen bei Diabetikern, ne? Weil die Gefäße ja die ein bisschen kaputt gehen. Also das ist auch in Studien gezeigt, wenn der Blutzucker dann immer etwas zu hoch ist und die Gefäße kaputt gehen, kann das Astaxanthin auch hier schützend wirken und die Augen schützen bei Diabetikern. Astaxanthin kann Körperzellen vor einer Entartung schützen, also das Krebsrisiko kann erniedrigt werden in der Prävention. Klar, habe ich ja vorhin erklärt, wegen den Zellmembranen, ganz spannendes Thema. Astaxanthin kann die Immunabwehr stärken, das Immunsystem kann gesünder werden. Astaxanthin kann das HDL-Cholesterin steigern, also das positive Cholesterin und die Blutfette, die Triglyceride im Gesamten senken. Astaxanthin kann natürlich das oxidative LDL-Cholesterin, das oxidierte LDL-Cholesterin senken, habe ich auch überall schon Videos drüber gemacht. Also das Arteriosklerose, Gefäßverkalkungsrisiko kann dadurch präventiv behandelt werden, will ich mal sagen. Astaxanthin kann das Gedächtnis und die Konzentration verbessern. Und Astaxanthin kann vor UV-Strahlung schützen, das habe ich hier schon gesagt, aber auch in Bezug
zur Hautalterung. Also Astaxanthin kann per se auch eine vorzeitige Hautalterung vorbeugen. Und da haben wir schon wieder die freien Radikale, die hier eine große Rolle spielen. Natürlich auch noch andere Substanzen, aber die freien Radikale spielen hier eine große Rolle. Und deswegen kann Astaxanthin auch vor Altersflecken schützen. Und jetzt darf ich mal kurz noch was einwerfen, was ich häufig meinen Patienten erzähle und zeige. Wenn wir hier ein freies Radikal haben und nicht genügend antioxidativen Schutz, wie zum Beispiel Superoxidedismutasen, Glutathion, Peroxidasen, Katalasen, aber auch exogene Substanzen wie Vitamin C und Ähnliches oder zum Beispiel Astaxanthin, die wir essen, auch andere Carotinoide und antioxidative Substanzen. Dann haben wir hier ein freies Radikal und das freie Radikal, das wird sich sofort mit irgendetwas verbinden. Also da kommt zum Beispiel dann hier so ein Protein an, ja, und dann zack, oxidiert das Protein. Oder es kommt eine Fettsäure hier, zack, ja, oder es dringt in die Zellen ein und dann werden auch Nukleinsäuren oxidiert und gehen kaputt. Und mit dem hat sich dann meistens nicht getan. Das ist dann also eine oxidierte Fettsäure hier. Und zack. Und jetzt kommt da eine weitere Fettsäure. Da machen die wieder zack. Das ist wieder oxidiert. Da kommt vielleicht noch ein Protein. Zack. Und dann kommt wieder eine Fettsäure. Dann kommt wieder ein Protein. Das geht dann ganz schön schnell. Und dann gibt es so Müll einfach. Das sind Nonsensmoleküle, sagt man. Das sind Nonsensmoleküle. Und die werden dann so groß, zum Teil können die so groß werden, dass man die unter dem Mikroskop erkennt. Und man sieht sie auch bei vielen Menschen als Altersflecken auf der Haut. Das sind diese großen Nonsensmoleküle sein. So ist es in der Literatur beschrieben. Und deswegen, wenn man dann wieder durch Astaxanthin eine Antioxidation hineinbringen in unseren Körper, können wir uns auch vor Altersflecken und vor vorzeitiger Hautalterung schützen oder auch die Altersflecken gehen eventuell wieder etwas zurück. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Gut, das wäre mal so ein kleines Wirkungsspektrum vom Astaxanthin. Das kann man auch alles im Internet nachlesen. Ganz klar, das ist ja ein gängiges Thema. Die Dosierung in der Literatur empfohlen. Immer den Arzt vorher bitte fragen oder wenigstens den Apotheker oder Heilpraktiker bitte, liegt bei 4 bis 8 Milligramm pro Tag. 4 bis 8 Milligramm pro Tag ist die empfohlene Dosierung in der Literatur. Und dann bitte auf eine gute Qualität achten. Auch wichtig, weil wenn es aus diesen Algen hergestellt wird, die Meere sind zum Teil schon verdreckt, ich weiß das nicht, aber wo die dann herkommen, ja, und wie es dann aussieht. Ich schaue, dass ich mein Astaxanthin so quasi in einer Art Bioqualität herkriege aus Neuseeland. Und jetzt zum Abschluss noch ein Wort. Ich habe ja vorhin das mit der Zellmembran hier gezeigt, das hole ich jetzt nochmal her hier. Dass das nochmal ganz klar ist, weil das finde ich somit das Wichtigste hier. Astaxanthin baut sich also wie auch positive Fettsäuren, wenn wir die dann einnehmen, wie Phospholipide und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, am besten Omega-3, in die Membran ein. Wir haben 80 bis 100 Billionen Zellen im Körper. Wir haben viele Zellmembranen. Das muss ausgewechselt werden, das ist wie ein Ölwechsel. Das braucht Monate, wenn man es regelmäßig einnimmt. Also im Labor sieht man nach Monaten dann eine Verbesserung. Das Tolle ist aber in der Sache, das hat eine Langzeitwirkung, wenn man die gesunden Omega-3-Fettsäuren und Phospholipide einnimmt und die sich hier einbauen, die Zellmembran sich erneuern. Das geht dann auch nicht gleich wieder flöten, möchte ich sagen. Das hält ja dann eine Weile, auch wenn man dann mal aussetzt. Oder man braucht nur eine Erhaltungsdosis, wenn man das mal 12 Monate lang gemacht hat. Man spricht von 12 Monaten, die der Körper braucht für einen Ölwechsel im Körper. Und genauso ist es mit dem Astaxanthin, das baut sich ja auch hier ein und es braucht dann auch eine ganze Weile. Also spricht man in der Literatur von einer Langzeiteinnahme und dann hat man auch einen positiven Effekt über einen längeren Zeitraum, auch wenn man es dann mal wieder eine Weile nicht nimmt.
Ich nehme das zeitweise ganz regelmäßig ein und dann vergesse ich es mal wieder eine Weile oder habe gerade keins mehr da oder es ist mir zu teuer oder sonst was. Dann kann ich auch mal aussetzen oder man kann auch eine Erhaltungsdosis dann einnehmen. So empfehle ich jedenfalls, dass meinen Patienten von jeden zweiten oder dritten Tag dann, wenn man es monatelang eingenommen hat. Also das ist mir noch ganz wichtig, dass hier mir auch hier diese Langzeitwirkung dann erfahren können und dürfen, wenn wir hier dranbleiben. So, das war's. Ich hoffe, ich habe hier ein bisschen über Astaxanthin aufklären können. Und wie gesagt, ein Aufklärungsvideo, wie alle Videos hier. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauern alles Gute, ganz viel Gesundheit. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit hier, ich möchte jetzt nichts Negatives über irgendwelche Mikronährstoffprodukte sagen, aber normalerweise nimmt man das in so Gelkapseln ein und nicht als Pulver. Gell, das haben ja auch die Experten hier gesagt. Das ist dann auch nochmal wichtig wegen der Fettlöslichkeit. Es gibt auch Astaxanthin-Pulverkapseln, also habe ich jetzt jedenfalls gehört. Muss aber jeder selber wissen. Gell? Nur noch so als kleiner Tipp. Gut, also, dann sage ich mal, sorge dich um deine Gesundheit präventiv. Oder auch, wenn du etwas hast, frag immer deinen Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker vorher. Das ist ganz wichtig. Und Licht und Liebe und positive Schwingungen schicke ich dir hier.